alle Bilder inspirieren mich, aber vor allem diese Bilder in diesem Raum, diese Kindheitsbilder, die berühren mich auch aus dem Inneren heraus. Da muss ein Maler oder eine Malerin wie Frau Axmann wahrscheinlich wirklich von innen heraus das Gefühl haben, ich muss es so und so malen und darstellen. Und einige Bilder, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich bestimmte Bilder sehe und auch diese Verbindung herstelle. Weil man sagt ja immer heutzutage, Bilder sprechen einen aus der Seele. Und hier sehe ich das in dieser Ausstellung, ist es tatsächlich so. Also ich bin wirklich davon begeistert und angetan, muss ich sagen. Sie empfinden einige eigentlich auch so Bilder, die Darstellung von Bildern oder Farbe oder was finden Sie auch an diesen Bildern was besonders? Ja, eigentlich die Figuren im Hintergrund. Farbe ist auch schön, also die Farben sind schön, aber für mich sind so die Darstellung im Hintergrund, was das bedeutet. Wenn man sich ein Bild das erste Mal anguckt, guckt man sich die anderen Bilder an. Wenn man dann wieder anfängt, da kommt irgendwie was anderes rüber nachher. Und hier sind wirklich so die Kinder, die Erwachsenen, aber in einer anderen Phase zu sehen. Und da sieht man irgendwie an diesen Bildern, sieht man auch, wir sind alles Energie. Man merkt das. Die Energie läuft immer weiter und die läuft auch in den Bildern weiter, die Energie. Also ich finde das ganz toll. Also eine sehr, sehr gute Ausstellung. Vielen Dank, Frau Axmann, das ist wirklich super toll. Und vielen Dank, Herr Nouri, das haben Sie wieder sehr gut in Ihrer Paschmann-Galerie ausgestellt. Ich habe also schon sehr viele hier gesehen, aber das ist auch eine besondere Ausstellung. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Danke.